geil. Fanden. Jetzt geht's los mit dem Video. Was geht ab, Raphaelus? Respekt, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ah, Freunde, nicht nur man stoßt mit Getränken an. Und darum geht's heute auch. Und zwar nicht nur irgendein Getränk. Nicht Tee, nicht Kaffee, nicht Hagebuttenlikör. Keine Waldmeisterbrause. Es geht heute einfach um diese gute Flasche. Coca-Cola, das meistgeheimnisste Getränk der Welt. Leck mich doch an Zucker nicht. Mach wieder zu. Kannst du nicht ein einziges Mal normal irgendwas ausmachen und trinken, ohne dass du das ganze Studio, was von mir davor, vollständig gepunzt wurde, wieder komplett einsam. Oder? Nein! Ich würde sagen, schießen wir direkt los mit diesem historischen Video. Ich werde euch jetzt zeigen, wie ihr selber Coca-Cola machen könnt. Let's go! Alles, was ihr dafür braucht, ist natürlich ganz viel Zucker, Zitronen und Wasser. Hä, das ist alles? Nein. Doch? Och, da fehlt doch die Geheimzutat. Nein. Doch. Die wäre... Coca-Cola-Kraut? Nein! Doch! Nein, Leute, kein Scheiß, die ist wirklich so! Nein, doch! Bevor ich euch aber mehr über diese Pflanze erzähle, müssen wir die erstmal holen! Jetzt holen! Das ist ein klitzekleines Problem. Hey, was? Hier wächst bei meiner Mutter im Gemüsebeet. Oh no! Aber deine Mutter hat uns doch letztens verboten, da hinzugehen. Ja, ich weiß. Das ist schon echt kritisch. Es hilft alles nichts, wir brauchen dieses Kraut. Nein! Doch! Oh. Ja, komm mit! Das ist so typisch, wegen so einer Scheiße kriegen wir wieder Hausarrest. Junge, da ist eine Biene. Hey, pass auf. Oh, Junge, was machst du? Komm runter da jetzt. So bist du ein Arschloch. Bruh. Was, Junge, du kannst du dich einmal auf deine Mission konzentrieren? Alter, was hast du? Wieso zum F*** liegt da eigentlich ein Toastbrot im Blumentopf? Das ist mein Wintervorrat. Dein Wintervorrat? Digga, du kannst doch jetzt nicht deinen ganzen Wintervorrat auffressen. Okay, tschüss. 3 hours later. Junge, hey, falsche Richtung, Alter. Falsche Richtung. Zurück. Da hinten ist das Gemüsebeet. Da steht die Pflanze. Ich hab's geschafft. Yes. Das ist halt wirklich Coca-Cola-Kraut. Was? Was machst du denn da? It was at this moment that he knew. He fucked up. Run. Scheiße, wir sind komplett am Arsch. Junge, lauf! Lauf, Junge! Schneller, Mann, das... Boah, scheiße! Oh, nee! Ich geh weg hier! Warte mal. Hä, wo bleibt er denn? Bruh. Hello, darkness, my old friend. Was ist denn los? Alter, du bist ein Opfer. Run. Es tut mir leid. Ich hab doch gesagt, es wird nichts. So viel Ärger, jetzt haben wir nicht mal das Cola-Kraut. Junge, was? Wir haben hier das Cola-Kraut und das ist so heftig. Der ganze Raum riecht nach Cola jetzt. Ja. Wenn ihr das wirklich haben wollt, ich glaube, bei den Baumärkten bekommt ihr es am schnellsten, beziehungsweise werdet ihr am schnellsten fündig. Ich habe noch nie eine Pflanze gesehen, die so krass intensiv riecht und auch noch so realistisch nach Coca-Cola. Wie man daraus jetzt aber Cola macht, das zeige ich euch jetzt. Als erstes zerschnibbelt ihr eine Zitrone. Holy shit, Alter. Digga, das Feuerwehr da ist gegangen. Jetzt macht ihr den Deckel zu. Es schmeckt nicht nur übertrieben geil, sondern sieht auch noch voll krass aus. Das letzte, was ihr jetzt machen müsst, ist einfach nur kräftig schütteln und alles vermischen. Und dabei ziemlich viel verschütten. Verdammte Scheiße. Der entscheidet, ja? Ich finde, es schmeckt ziemlich nach Durchfall. 3, 2, 1.
Alter, Mann! Schmeckt eigentlich kein Unterschied, Alter! Was? Alter, was? Hey, wir haben es geschafft! Wir haben die komplette fucking Nacht dafür investiert, eine eigene Coca-Cola zu machen und es hat geklappt! Alter, das ist so heftig, Mann! Das schmeckt wie das Original! Das war so ganz toll! Also ich verarsche euch nicht, Leute, ihr könnt es ja wirklich total easy selber zu Hause nachmachen. Weil wenn ihr noch nicht gemacht habt, gerne abonnieren. Vergesst auch nicht auf Instagram vorbeizuschauen. Wie gesagt, der Link ist in der Infobox. Genießt euer Leben, haut's rein, ich trinke für euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gesundheit.